erwischt. Da haben wir die neue Folge. Wieder Team Deathmatch und diesmal Banküberfall. Das gute alte Team, wir wechseln noch schnell das Squad. So, jetzt sind wir vier Leute. Bringt hier eigentlich rein gar nichts. Aber ja, habe ich jetzt nur gemacht. Diesmal P90, weil wir sind die Verbrecher. Hier, wir sind Verbrecher, wir schlagen Scheiben ein. Ich weiß nicht, ob die Folge genau am 1. Mai kommt. Das müsste ich noch abchecken, denn da würde ich gerne so ein. Ja. Hier kann man scheiß Musik loshören. Ja, die einem noch eine Woche Hardlight auf die Nerven ging. Ich will Leichen sehen! Der will Leichen sehen. Wo sind denn nachher alle? 13 Gegner sind auf der Map verstreut. Er spielt wieder mit der, genau so. Zeigt ihnen, wer der Boss bekannten Gasmaske. Hier oben ist einer oder so. Bei den Kopf bricht das Chaos aus. Weiter so. Ja, ja, das Chaos bricht aus. Oh ja. Und sowas nennen die Disziplin. Die ja. Müssen sich ja in die Hose. Oh, jetzt sieht es schlecht aus, die Karte. Aber wir führen immerhin. Und spawnen direkt hinter denen. Das ist. Für die ist das scheiße. Für uns. Wir nehmen das, den Spawn gerne an, natürlich. Da war Granate ein. Ah! Das war jetzt nicht so gut. Ja, neuer Spawn, neues Glück. Ich schlage es zusammen. Jetzt wüsste ich jetzt. Pam! Weil. Ich glaube, man kennt das auch in Deutschland. Ich weiß es gar nicht. 1. Mai, Tag der Arbeit. Weil, da macht man frei. Also, nein, man hat frei, besser gesagt, aber nicht alle Firmen. Und dann gibt es eben, die einen gehen dann demonstrieren. Und, ja, demonstrieren für, eigentlich, eben das Bad für mehr Rechte und so. Und andere wiederum, die nutzen dann den Tag, um mal richtig. Also es gab schon teilweise, dass dann in Zürich ganze Straßen groß und klein geschlagen wurden. Alle Geschäfte, Scheiben eingeschlagen, alles. Und seit da, also das war dann sehr schlimm. Bald ein Jahr, und seit da regelt die Polizei das. Immer. Ganz strikte ab. Oh. Also letztes Jahr kam es zu gar keiner Eskalation, weil die gerade da, wo sie sich treffen wollte, eingekreist wurden und verhaftet. Oder sie mussten sich ergeben natürlich. Deshalb. Aber man ist natürlich immer gespannt, was sie das so machen. Also selbst mache ich nie dort. Aber es gibt auch immer viele Gaffer, die nur dorthin gehen, um zu sehen, wie dann andere dort ausrasten und alles zusammenschlagen. Und das finde ich, gefällt mir eigentlich auch nicht. Weil, aber ich bin dann auch einer, der im Fernsehen schaut, was ist heute passiert dort. Aber bin natürlich auch froh, wenn es nichts ist. Denn es kommt mir hier einer nach, das glaubt man dann fast nicht. Oh ja, den kenne ich noch was. Vor zwei Spielen. Ha, du hast einen. Der regte mich doch so auf. Gehen wir hier runter. Natürlich bin ich dann auch gewissermaßen ein Gaffer, wenn ich da im Fernsehen schaue. Aber man muss nicht wirklich auf die Straße gehen, die Polizei behindert, um zu sehen,
wie jetzt die anderen hier ausrasten. Also, ja. Das dazu. Das findet immer am 1. Mai statt. Aber es gibt Kantone, also das ist ein Kanton ist wie ein Bundesland in Deutschland, die den 1. Mai nicht haben und die arbeiten einfach da. Das ist natürlich auch eine Alternative und dort gibt es natürlich auch keine Demonstration und auch keine, sag ich mal, Hooligans, die alles zusammenschlagen. Weil die Geschäfte, die dann an diesen Gefahrenstraßen sind, die müssen sich dann so verbarrikadieren, wie wenn jetzt in den USA ein Hurricane kommt oder so. Und, klar ist es dann ein Hurricane, aber ja. Und am Schluss zahlt natürlich alles der Steuerzahler. Ganze Aufregung, die entsteht. Das. Der fliegt hier über den Boden. Aha. Was ist denn mit dem los? Oh ja, hier kommt einer hoch. Oh, den habe ich. Der hat's hinter sich. Ja, der hat's hinter sich. Für 5 Sekunden. Wo er uns runtersägen zieht. Kommt einer von uns aus dieser Richtung. Dann gehen wir hier rein. Wir haben bereits 100, die anderen 50, das ist nur Sicht. Ich will ja hier nicht lügen. Scheiße, wir haben einen verloren! Ah, hier kann man nicht durch. Bam! So sieht das dann aus in Zürich. Ja, ich hab Spaß! Natürlich ohne. Hier, da. Natürlich ohne Schusswaffe, aber. Ich habe ihn einfach mal so eingesperrt. Gasgranate kommt! Gasgranate kommt! So, hier war ein Gasen hier. Merken wir nämlich, wenn einer kommt, denn sobald er Leben verliert, wie wir jetzt vielleicht auch. So, hier sind sie weg. Der Kerl hat uns die Infos gegeben. Schnappen wir den Typen einen Besuch ab. Ah, die sind auf dem Dach oder da oben. Ja, die sind da oben. Da kommt ein Bulle, da kommt ein Verbrecher. Jetzt sollten wir langsam Munition haben, irgendwo. Oh, hier ist er. Mann am Boden! Da. Munition aufnehmen, gut. Noch was Glück gehabt. Aber es gibt nur zwei. Hier muss noch Munition sein. Ah, wahrscheinlich oben. Auch oben, hä? Hm. Aber immerhin, wir können uns wieder richtig wehren. Oh, jetzt hab's gesagt. Aber wir haben ihn. Ah, Bob the Third. Den kennt man ja noch. Der andere ist, glaub ich, zum Glück weg, der mich so genervt hat. Oh, jetzt hab ich. Den hätten wir gehabt, wenn ich mal schnell geschaltet hätte auf die sekundäre Waffe. Aber wie sieht's aus? 6 zu 8, das geht, finde ich. Aber ein Kopf gesichert! Oh, das Auto.
die scheiß Ideen im Game, ja. Ja, da war ich in der Aufregung. So, jetzt haben wir. Das ist auch feige. Jetzt haben wir die Hälfte der Kills. Gasgranate hin. Kommen sicherlich gerade raus. Oh, das habe ich noch geladen. Statt den zu erschießen. Da wieder mal tun. Was, wir gehen unter 155 zu 112. So bitte. Hier ist uns. Ich werfe eine Gasgranate. Es gibt zwar jetzt nicht ultra viel Schaden, aber man sieht doch, wenn jetzt wieder einer Block durchläuft, kriegen wir sie da angezeigt. Das ist dann auch noch ein Vorteil der gasigen Granate. Jetzt war doch hier noch eine. Kann mich nicht bewegen! Hilfe! Hier hinten noch eine. Ah, hier drin, gut. So, wir haben noch eine zum Glück. Hier war doch 100 pro ein. Nicht? Oh, noch hier. Der Babadik. Ah, das war der andere von vorhin, ja. So. Wir haben wieder die Seite gewechselt. Also. Ah, von allen Seiten wieder. Der Barbarik spawnt neu, spawnt dort unten oder irgendwo in die Nähe, wo wir ja auch gespawnt sind. Es geht für mich einfach nicht auf. Muss ich ehrlich sagen. Hier spawnt schon wieder so einer. Ah, der. Wieso können die dann nicht hier spawnen und wir hier? Es ist auch Team gegen Team und nicht einer gegen einen. Klar können dann die anderen versuchen, hinter die Linie zu laufen. Das würde ich ja auch verstehen, doch. Aber die müssen ja nicht schon hinter der Linie spawnen. Gasgranate hin. Okay. Den habe ich noch so weggemacht. Gasgranate hin. Ah. Und jetzt sind wir wieder in Scheiße. Singfreund. Das ist 11 zu 12. Also, da kann man ja nichts sagen. Wir haben auch schon wieder 200 Kills. Ah. Es ging jetzt ins Auge. Fuck, ich hänge hier fest! Ich kann hier einfach nur schießen. Und hoffe, dass jetzt gerade keiner kommt. Hinter muss noch einer sein. Ah. Hab einen hier fest. Geschäft drin. Hab ja einen. Hilf mir mal jemand mit dem Kerl hier. Wie kann man denn hier hinten sein? Oh ja, und da sieht man, wie die Grafik super ausgearbeitet ist. Den Ecken habe ich noch nie gesehen. Ah, EA, danke. Ah, ja genau, hier lag der andere, der uns vorher mal fast gekillt hatte. Hätte. Aber da der andere es für den gemacht hat. Aber ein Fest genagelt.
mal jemand diese Idioten vom Hals! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Brauche ich zum Munition. Ich brauche Munition, los! Danke, Bimas. Dein, er kriegt ja nur Bock, der ist ja nur gut für ihn. Oh, oh. Oh. Bob the Third. Zum x-ten Ball. Aber ja, wenn man es langsam kennt, dann ist es auch gut. 1. Mai, 1. Mai. Machen großen Mais. 1. Mai. Bam, bam. Oder kommt die Folge noch früher? Ich weiß es nicht. Das muss ich nachher schnell nachschauen. Und sonst gibt es dann nochmals ein 1. Mai Special. Und sonst ist das die 1. Mai Folge von mir. Sonst hätte ich eigentlich vorher machen müssen. Oh, schönes Plakat. Aber nicht so lange in der Gegend rumstarren, sonst geht's in Hardline ganz schnell. Das kennt man ja. Oder hier ist, glaube ich, schlecht. Da habe ich nicht viel zu holen. Ah, der ist immer noch auf dem Server. Ah, I am rough. Hm. Hab mich jetzt zweimal gekillt, hab's nur einmal gemerkt. Gut. Das wäre jetzt einer, den ich gerne losgeworden wäre. Denn teilweise ist der einfach immer dort, wo ich bin. Aber auch diesmal reicht es wieder gut in die 20 Minuten hinein, in etwa. So, die sind oben. Komm, wir gehen doch mal. Oh, der ist weg. Trainer gerade, da ist der eine. Ah, jetzt hat's gelockt. Gibt's halt manchmal. Ist weg. 1. Mai. Und jetzt sind wir in diesem Match kein Du. Wirklich nicht. Mai, 1. Mai. Oh ja. Natürlich muss man aufpassen vor der Polizei. Das passiert auch, geht auch dem Verbrecher so. Aber natürlich, die Polizei kommt mit dem Wasserwerfer und nicht mit der Waffe. Das ist natürlich klar. Und am 1. Mai bin ich auch wieder zurück in der Schweiz. Gehe nach Paris. Champs-Élysées. Ich bin natürlich absichtlich zurück, um zu sehen, was denn in der Schweiz abgeht. Nein, natürlich nicht. Ich wollte einfach, dann wollte ich auf jeden Fall nicht unterwegs sein. Ah, der hockt ja da. Oh, da ist er. Ah, sehr ärgert mich jetzt. Jetzt wollte ich ja. Immer wenn ich aber erzählen, bin ich irgendetwas fehle ich hier. Du oder ich? Ja, du oder ich. Oder der andere. Kriegt den Kill. Mhm. .279, .227. Sie haben ein wenig aufgeholt. Geschafft das aber doch. Noch 21 Kills.
Ich will mindestens noch zwei machen. Gut. Sehr schwer. Schwere Vorgabe. Kann aber möglich sein. Wenn ich bei mir wieder Pech habe. Und nichts stirbt. Ah, wieder der. Gut, bald muss ich hoffen, dass ich überhaupt noch einen Kill mache. Ich glaube, das wird überhaupt nichts mehr. Wir können auch noch auf den schießen da. Kommt er noch ein wenig Angst? Kommt er an? Ah, der Top wäre glaube ich gar noch einer gewesen. Aber das war's dann. Dann ist es vorbei. Nee, jetzt ist vorbei. Wir haben gewonnen! 15 zu 20. Gut, das war ein spannendes Match. Ich würde sagen, kann zufrieden sein mit meinen Punkten. Ich bin jetzt Level 40. Also war ich vorhin schon, aber... Der Block lassen wir natürlich aus. Wir sehen uns dann. Den haben wir schon zweimal gespielt, das reicht. Obwohl mir das gut gefiel dort. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss zusammen.